Je kühler die Temperaturen werden, umso mehr sehnen wir uns nach dem Licht des Südens. Da trifft es sich gut, dass das Ultra Belvedere noch bis zum 13. November den österreichischen Landschaftsmaler Josef Rebell ausstellt, welcher das Licht der Sonne und die Atmosphäre des Südens wie kein anderer einfangen konnte. Josef Rebell war einer der ersten Künstler aus Österreich, der es verstanden hat, das Licht auf die Leinwand zu bringen. Also seine Bilder gleichen Fensterausblicken. Er konnte das Tageslicht darstellen, er konnte das Sonnenlicht darstellen, er hat die Natur gezeigt, wie sie ist, wenn wir im Freien stehen. Und das ist eben das ganz Besondere in seinen Bildern. Und deshalb schätzen wir ihn auch jetzt noch immer so, weil er uns wirklich einen wunderbaren Eindruck von der Gegend liefert, die er gemalt hat. Rebell war Wiener. Er ist am Kohlmarkt geboren worden und hat dann relativ bald die Stadt verlassen und ist zuerst über Mailand, zwei Jahre in Mailand verbracht und ist dann weiter in den Süden gereist und hat dann viele Jahre in Neapel verbracht und später dann in Rom. Und da wurde auf einer Reise, auf einer Hofreise, Kaiser Franz I. auf ihn aufmerksam und der hat ihm dann Bilder bei ihm bestellt. Und wie gut Rebell das Licht herausarbeiten konnte, das schauen wir uns jetzt mal anhand dieses Bildes Piano di Sorrento an. Frau Grabner, was ist denn da besonders bemerkenswert? Also es ist, Piano di Sorrento ist ein Ort an der sorrentinischen Küste und wir sehen hier im Hintergrund den Vesuv und wir müssen uns da weiter, auf der anderen Seite müssen wir uns Sorrent vorstellen. Also wir sehen hier unzählige Figuren, die hier ihre wichtige Tagesarbeit verrichten. Also hier werden Boote ausgelagert, hier wird das Boot an Land gezogen, hier wird das Netz an Land gezogen. Also das ist eben wieder dieses ganz typisch bei Rebell, also dass er die Bevölkerung der Gegend ins Bild integriert hat und dadurch uns eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild der Gegend liefert. Das Besondere dieser Gegend ist ja, dass es eben die Verdunstung der Hitze gibt. Die Natur atmet und die Natur stößt den Dunst dann aus. Und das sieht man besonders gut hier in diesem Bereich, wo eben über diesen Felsteil, der in das Meer hineingeht, dahinter sieht man dann nur mal ganz schemenhaft die Situation, wie auch hier weiter oder hier Richtung Vesuv hin dann sowieso. Also dadurch wird eben dieses Ganze, die ganze Atmosphäre, die Hitze, die Wärme der Sonne und dieses Angenehme einer Abendstimmung in diesem Bild eigentlich festgehalten.